Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ich dachte mir, ich gehe heute mal wieder ins Jenseits. Mal mit dem Ghost Radio. Muss noch das EVP-Gerät einschalten. So. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, ihr lieben Seelen, Geister, Entitäten. Guten Abend, Anne. Guten Abend, Charlotte. Guten Abend, Amy. Guten Abend, Marlies. Guten Abend, Anna. Und alle anderen. Wie geht es euch denn? Ist alles in Ordnung bei euch? Meinem Fall. Mal kurz gucken, was gesagt wurde. An. Gut. Wer ist denn da? Wen darf ich denn begrüßen? Mein Freund. Er ist dein Freund? Wie heißt denn dein Freund? Magst du mir das sagen? Anke. Habe ich jetzt akustisch nicht verstanden? Anke? Ist das richtig? Wie viele Seelen sind denn heute bei mir? Ich hatte doch die letzte Sitzung mit Daniel Kübelböck. Ist der vielleicht in der Nähe? Schaut er zu? Nein. Könnt ihr mir mal sagen, welche Farbe die große Kerze hat?
Möchte das mir jemand mal sagen? Welche Farbe hat meine Kerze? Ist Amy auch da? Und Anne? So, ich werde jetzt mal eine andere App nehmen. Nehme ich mal eine andere. Ich hoffe, dass sie auch funktioniert. Hallo, ihr Lieben. Die könnt ihr manipulieren. Wie geht es euch denn? Ja, im Hintergrund quietschen wieder meine Vögelchen. So sind halt Weibchen, schnatter, schnatter, gell? Wie viele Seelen sind denn heute bei mir? Schau, schweig doch nicht. Wer möchte, kann auch das K2 mal aufleuchten lassen. Ist das doch noch jetzt? Noch, noch. Hallo, grüß dich. Oh, der hat einen Hänger. Der hat gerade einen Hänger gehabt. Aber kann ja auch mal passieren, ne? Ich habe ja noch andere Apps zur Verfügung. Hi, grüß dich. Hallo Anne, wie geht's dir? Alles in Ordnung mit dir? Ah, ich habe gerade gesehen, war einer ganz leicht am K2. Ja, Mäuschen, grüß dich. Wie geht's dir denn? Darf ich vielleicht noch mal mit dem Daniel Kübelböck sprechen? Hi. Hallo Daniel Kübelböck, falls du da sein solltest. Wir haben uns ja letztes Mal schon ein bisschen unterhalten.
Kannst du mal zur Bestätigung das K2 aufleuchten lassen? Das ist das Gerät mit dem grünen Lämpchen. Das tut nicht weh, das beißt nicht, das nimmt ja auch keine Energie. Ja, genau das. Wenn du noch ein bisschen näher rangehst, leuchten mehrere Lampen auf. Weißt du noch, über was wir gesprochen haben letztes Mal? Wurdest du gezwungen zu dieser Tat, die du verübt hast? Ich hoffe, du darfst mir das beantworten. Wer ist denn sonst noch da? Magst du mir deinen Namen sagen, damit ich dich begrüßen darf? War das gerade Larissa? Falls ja, guten Morgen, Larissa. Wie geht es dir denn, da wo du jetzt bist? Wie alt bist du denn? Magst du mir das sagen? Du lieber Kübelböck, kannst du mir auch hier mal deinen Vornamen sagen? Das wäre ganz... Ja? Sagen mir mal. Das wäre ganz toll. Du weißt ja, ich möchte dir nichts Böses. Ich möchte dir nur ein paar Fragen stellen. Bist du in einer Sphäre, die etwas dunkler ist? Hast du gerade am K2 bestätigt? Ja? Passt da jemand auf dich auf? Aha. Stehst du unter Beobachtung? Darfst du frei reden? Psst.
Ja. Hast du dir schon an das Leben gewöhnt? Soll ich die Sitzung heute etwas länger machen? Ich werde jetzt noch mal eine andere App nehmen. Schauen wir mal. Und zwar, ich nehme mal die Spiritus Ghost Box. Die dauert einen kleinen Moment, bis sie hochlädt. Natürlich könnt ihr auch so in die Kamera sprechen, wenn ihr das möchtet. Ja, hallo Carla, guten Morgen. Wie geht es dir, Carla? Hallo Philipp, auch dir einen guten Morgen. Ja, super, danke mal. Gut machst du das, MK2. Kannst du auch mal bis in den roten Bereich leuchten lassen? Wenn du Energie brauchst, darfst du sie gerne nehmen. Kannst du aus meinem Tablet nehmen, aus der Boxe, aus der Kerze. Du hast mehrere Auswahlen. Noch? Ist mein großer Freund auch da? Ist? Ja, danke. Wie geht es dir, Mücke? Ich hoffe, es geht dir gut. Mein Bruder im Geiste. Rose? No. Wer ist denn Rose? Bird. So, ich habe mal kurz das Echo rein. Wie viele Seelen sind denn heute bei mir? Ist das Hallen besser oder ist das Echo besser? Was findet ihr, ihr lieben Seelen? Was ist? Hallo Anna, guten Morgen. Wie geht es dir, Anna?
Hallo Andy, auch dir einen guten Morgen. Könnt über die App antworten, ihr könnt über das K2 antworten, ihr könnt über die Kerze antworten. Macht ihr die Flamme groß, heißt es ja, geht die nach links und rechts, bedeutet das nein. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, mit mir zu kommunizieren. Wie findet ihr das Wort Gerechtigkeit? Soll ich für eine bestimmte oder für bestimmte Person mal Gerechtigkeit ausüben? Ihr könnt es mir sagen, ihr könnt es am K2 aufleuchten lassen, ihr könnt es mit der Kerze machen. Ist Gerechtigkeit gut? Ja, danke schön. Finde ich auch. Soll ich die Gerechtigkeit ausüben? Hallo Walter, grüß dich. Soll ich deiner Frau einen schönen Gruß sagen? Bist du öfters bei ihr, Walter? Beschützt du deine Frau? Lieber Walter? Ich denke mir, dann machen wir mal für heute Schluss, ihr lieben Seelen, Geister, Entitäten. Vielen lieben Dank für eure Kommunikation. Ihr bleibt, wo ihr seid, und ich bleib, wo ich bin. Bye, bye. So.